Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich bin immer noch in derselben Aufnahme wie bei der Folge zuvor. Das heißt, ich bin kurz vor der Arbeit und genau, und nehme jetzt einfach mal zwei Folgen auf. Die erste Folge habt ihr quasi schon gesehen. Die dürfte letzten Freitag, also gut, wenn du das jetzt irgendwann in der Zukunft siehst, dann stimmt die Zeit, die ich jetzt nenne, natürlich nicht mehr. Aber wenn du das jetzt pünktlich gesehen hast, Video hier, dann dürfte die letzte Folge am vergangenen Freitag sein. Heute müsste dann demnach Sonntag sein, weil ja nur jeder zweite Tag ein Minecraft-Tag ist. Und ja, deshalb bin ich immer noch auf der Interaufnahme, kurz bevor ich zur Arbeit gehe, sozusagen. Ja, das muss ich jetzt machen, weil ich einfach keine Zeit gefunden habe. Ich muss ja auch noch studieren nebenher, muss immer mal wieder arbeiten gehen und so weiter und so fort. Und da ist das eben so. Aber das kriegen wir auch hin. Im Studium ist es ja eigentlich auch relativ gut, weil dann wir machen gerade so Gruppenprojekte, möchte ich mal sagen. Und die arbeiten alle sehr toll, muss ich also. Da wird jetzt zwar keiner zugucken von den Jungs, die mit denen ich hier das, die ganzen Projekte in der Schule mache, aber falls doch, sage ich mal, so, danke, ihr macht es schon gut. Ja, es gibt dann wirklich so, kennt ihr wahrscheinlich auch, es gibt wirklich so Leute, mit denen arbeitet man gern zusammen, und dann gibt es so Leute, wo man denkt so, nee, mit dem arbeite ich nicht so gerne zusammen, obwohl es ja dann auch nicht immer um die Arbeitsweise wegen der Arbeitsweise ist, sondern manchmal auch einfach nur wegen der Person. Es gibt ja auch so Personen, mit denen will man einfach nicht so viel zu tun haben. Das ist dann einfach so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, da ist man ganz froh, wenn man mit denen nicht reden muss. So zwei, drei Leute gibt es da eben. Die habt ihr bestimmt auch, die habe ich auch. Und deshalb machen wir einfach einen großen Bogen um die. Dann müssen wir uns über nichts ärgern. Ist doch ganz simpel einfach so. Jetzt springen wir hier mal ins kühle Nass. Und genau da muss dieser Block hin. Uah, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Müsste stimmen. So, bloß nicht ertrinken. Das wäre uncool. Und dann gehen wir mal irgendwie. Scheiße, es ist Tag, ne? Ja, der Regen in Minecraft ist so penetrant laut geworden und ekelhaft. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich mal gesagt habe, meine Fresse, jetzt wird's doch so groß, ey. Egal. Ich erinnere mich mal an Zeiten, wo ich gesagt habe, ich liebe es, wenn es in Minecraft regnet. Das ist einfach wundervoll. Es sollte viel öfter regnen. Und jetzt finde ich es einfach nur noch nervig. So. Kacke, ich brauche Fichtenholz. Wir müssen mal unseren Fichtenwald gehen. Da, da, da. Bitte hör auf zu regnen, das wäre so toll. Und das ist ja auch so kacke, ne? Wenn es mal regnet und du gehst nicht ins Bett, also virtuell jetzt hier gesehen, dann regnet es hier einfach die ganze Zeit. Es hört nicht auf, es hört nicht auf. Aber es sieht schön aus, wenn es regnet. Das finde ich aber bei dem Shader dann besser am Tag. Moment, wir gucken mal hier. Zack. Hier sieht es richtig regnerisch aus am Tag. In der Nacht ist es ein bisschen boogie geworden. Da hat man immer diese Grafikbugs. Aber also tagsüber, wenn es regnet, ne, sieht es wirklich so aus wie ein richtiger nebliger Regentag. Da verschwindet alles in so einem kleinen Nebel. So. Und jetzt müssen wir, haben wir da vielleicht noch? Nee, da haben wir. Da haben wir nur noch die drin. Ja, da müssen wir hier jetzt mal ein bisschen Fichte abbauen. Ja, wir sind der Bewohner des Fichtenwalds, der die Fichten knallst. Was? Das hat sich nicht rein, du Idiot. Halt lieber die Klappe, das wäre viel besser. So. Ja, dann bauen wir die Fichten ab, dann machen wir unser Bootshaus weiter. Und da kommt ja ein kleines Gimmick rein, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Da kommt ein kleines Gimmick rein und, ja, das werdet ihr aber sehen, was es ist. Hat natürlich was. Ach, ich verrate es noch nicht, ist ja egal. So. Ja, was kann ich erzählen? Ich kann so ein bisschen, ja, in der letzten Folge bin ich auch schon auf ein paar Kommentare, Fragen eingegangen. Wie gesagt, ich lese die dann immer mal. Aber ich versuche die natürlich alle zu lesen.
kein Problem eigentlich auch bisher, weil so viele Kommentare stehen ja noch gar nicht bei mir drunter. Ich komme nicht dran. Scheiße. Ich brauche Erde. Nimm mal das da, das geht auch schnell abzubauen. Ja, so viele Kommentare stehen ja bei mir eben noch nicht unter den einzelnen Videos. Aber dann trotzdem so 10 Kommentare oder 20 Kommentare dann... ja, es nimmt dann auch schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Vor allem, wenn es dann so Tutorial-Kommentare sind, wo dann Fragen gestellt werden, hey, wie kriege ich denn das Problem weg, wie kriege ich denn das Problem weg? Da muss ich mich ja dann auch erst wieder reinfinden und reinlesen. Huch, da war der Baum war recht kurz. Und ja, deshalb kann ich nicht immer sofort antworten. Aber ich kann ja hier auch ein paar Kommentare, Fragen beantworten. Letzte Aufnahme habe ich das schon getan. Zum Beispiel hat ja einer gefragt, was, ja, ob ich die Welt mal zum Download freigebe. Aber das habe ich auch schon mehrfach jetzt angedeutet, dass ich das noch nicht machen werde. Irgendwann bestimmt mal. Aber jetzt erstmal ist das noch so, ja, unsere Let's Play-Welt oder... Es ist noch was Einzigartiges, weißt du, das ist noch so ein bisschen, die haben wir hier erschaffen. Die Welt an sich ist natürlich nicht einzigartig, das ist ja, die hat bestimmt auch noch irgendein anderer generiert bekommen. Aber so die Gebäude, die wir bauen und so, die muss dann erstmal einer nachbauen, wenn er es genauso haben will wie wir. Und trotzdem wird er nicht alle Details so hinkriegen, deshalb ist es hier noch einzigartig, so. Aber irgendwann werde ich das bestimmt machen. Ich weiß auch noch gar nicht... Ich muss ja jetzt dann auch, also ein Video, ich habe ja jetzt gesehen, vorhin, da habe ich mal kurz reingeschmunzelt und dann hat mir einer eine PN geschrieben, Glückwunsch zu 200er Abo, zum 200er Abo und so, und das habe ich ja gar nicht gesehen, aber danke dafür und ja, was mache ich denn da, da muss ich ja was machen. Muss mal kurz husten, so, da muss ich mir noch was überlegen, da muss ich irgendwie ein Video machen oder sowas. Mal gucken, aber ja, das wird dann nicht ein reines Minecraft-Video sein, weil es sind ja auch ein paar Leute dabei, die auch meine anderen... Wo ist denn der Netherstein hin, sag mal? Tja, ist weg. Spurlos verschwunden. Ja, nee, es wird kein reines Minecraft-Video werden. Dieses 200er Spezial... Abo-Dingens, denn es gucken ja noch andere Leute Formel 1 zum Beispiel, was auch dieses Wochenende wieder kommt, und es gucken ja auch noch andere Leute, andere Let's Plays von mir. So. Zum Beispiel SimCity auch. Zack. Mal gucken. Da habe ich noch keine Ahnung, was ich mache. Aber seid mir auch nicht böse, wenn das jetzt nicht sofort kommt. So, jetzt finde ich hier den Regen, der ist nervig. Ich würde gerne schlafen gehen, aber es ist Tag. So, übrigens würde ich auch gerne in jetzt schlafen gehen, also in real life. Weil ich bin eigentlich ziemlich müde, aber... Jetzt hatte ich gerade Bock zu, jetzt habe ich gedacht, jetzt machst du es mal. So. Wie sieht's denn aus? Setzlinge kriegen wir hier ohne Ende. 32 Stück haben wir schon. Wo steht denn die Sonne? Geht die endlich... Ah, die Sonne geht endlich unter. Das heißt, wir können endlich mal schlafen gehen. Und das finde ich so scheiße irgendwie. Dass wenn es anfängt zu regnen... Na, super. Dass wenn es anfängt zu regnen, regnet es einfach die ganze Zeit durch. Also ich habe so das Gefühl, also ich hatte noch nie... Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich schon mal eine Aufnahme hatte, wo es geregnet hatte und es hat automatisch wieder aufgehört. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also bis jetzt war das immer so, dass es nur aufgehört hat, weil ich irgendwie ins Bettchen gegangen bin oder sowas. Das sieht aber auch schon schön aus jetzt hier. Müsste eigentlich jetzt in dieser Richtung ein Regenbogen sein, ne? Jetzt hört's auf zu regnen, oder? Komm schon. Yeah! Ach, da habe ich eben gerade mal schön über Minecraft gelästert und jetzt lässt es mich dumm dastehen. Aha. So. Nochmal husten, sorry. Ja, siehst du mal. Das hat's wohl gehört. Da hat der Mojang direkt, da hat er den E-Mail gekriegt hier. Der Chris hat eben gesagt, ihn nervt der Regen. Und dann hat er das sofort geändert. Finde ich ja echt stark von ihm. Oh. Jetzt wird's hier ziemlich dunkel. So, Fichtenholz.
Nein, ja, ah, verdammt, jetzt habe ich die. Na egal. Jetzt habe ich alle. Ich wollte gar nicht alle machen. Ey, scheiße. Ja, was soll's. Wir brauchen ja das Holz. So. Brauchen ein paar Stufen. Klimper, klimper Musik. Das können wir so. Das brauchen wir da. Und das brauchen wir da. So. Was ist denn hier für ein Durcheinander? Gibt's ja nicht. So. Und das brauchen wir hier. So, jetzt wird's hier ziemlich dunkel. Wir können mal eine Fackel anbringen. Das wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme. Direkt über der Tür. Zack. Und hier drinne. Können wir mal da und da. Ne, komm, machen wir, wenn schon, denn schon. Da und da. Jetzt fällt mir gerade was auf. Jetzt müssen wir uns da dann nochmal hochbauen. So. Und jetzt ist es, glaube ich, sehr ersichtlich, dass es ein Bootshaus wird. Was wir hier hin machen, weiß ich noch nicht. Aber ich müsste mich jetzt mal kurz hier hochbauen. Habe ich denn schon Glasscheiben? Ja, habe ich. Zauberhaft, die klatschen wir auch mal gleich da rein. Pumps, Pumps, Pumps. Pumps, Pumps. Pumps, Pumps. Und Pumps und Pumps. So, ach nee, da noch. Pumps. So. Sand, wir bauen uns mal mit Sand hoch. Nee, das brauche ich ja jetzt. So, zack. Und wie viel habe ich davon? Gar nichts. Dann nehme ich das auch mal. Und zwar... ich habe da gerade eine Idee, wie ich das Dach machen könnte. Was mache ich denn da? So, das könnte eventuell langen. Aber wir brauchen noch was anderes. Wir müssen eh noch Koppels holen. So, wir bauen es einfach mal nach oben. So, hops hops. Und jetzt. Da, da, da. Na, wirst du wohl. So, das gibt quasi die Querbalken. Nein. Ach, wenn Minecraft nicht so will, wie ich will. Aber so ist das eben. Kann man nichts machen. So. Ich habe übrigens heute das U21-Spiel gesehen im Fußball von der deutschen Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, wer von euch so genau Fußball verfolgt. Aber man muss sagen, diese U21, also das für die Leute, die es nicht kennen, das ist quasi die Nationalmannschaft. Ja, das sind quasi die mit Ambitionen zur Bundesliga und so. Also da spielen noch alle unter 21-Jährigen. Wo, also das ist auch der Namensgeber, deshalb U21. Und ja, das ist sozusagen die Nationalmannschaft, sowas wie die große Nationalmannschaft, bloß halt für die kleinen. Hups, jetzt wäre ich beinahe runtergefallen. Und die haben heute oder gestern Abend, haben die gegen die Niederlande gespielt, weil da ist gerade Europameisterschaft. Und ich muss sagen, das Spiel war genial. Also es war eins der besten Spiele, also eins der interessantesten Spiele so. Und da sieht man irgendwie noch, ist mir so aufgefallen, dass die wirklich noch mit viel mehr Leidenschaft dabei sind als die top bezahlten Superstars irgendwie. Also das geht da irgendwie ein bisschen verloren. Da hat man einen guten Eindruck für gekriegt. Von gekriegt. Keine Ahnung, was ich da gerade erzähle. Aber das ist mir halt so aufgefallen. Da sieht man, die sind noch jung, die sind engagiert, die müssen sich noch beweisen, dass die es möglichst weit schaffen. Und so ein Ronaldo oder sowas, der schon so viel Geld verdient und so einen Status hat, ja, der ist zwar immer noch ein guter Fußballer, aber manchmal ist es auch nicht so schön anzusehen wie bei so einem U21-Spieler, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was jetzt nicht heißt, also ist, wie gesagt, der Ronaldo ist immer noch, oder Messi, ein super Fußballer, auf jeden Fall einer der besten Fußballer überhaupt, die es auf der Welt gibt. Aber das war so mein Eindruck jetzt, wo ich dann einfach mal so die U21-Spieler gesehen habe. Das war alles viel frischer, viel energischer, das war alles so ein bisschen, ja, das war nicht so, weiß nicht, nicht nur so auf Erfolgsgeilheit, sondern... Es war, kam mir so zumindest so vor. Da kann ich mich natürlich auch sehr stark irren. Aber so kam es mir eben vor. Und ich habe das echt gerne angeguckt. War auch ein spannendes Spiel. So, und jetzt hier oben müssen wir dann höchstwahrscheinlich noch Fackeln anbringen. Sonst spawnen ja hier die Viecher drauf, ne?
Fällt mir gerade mal so auf. Oder spawnen die auf Slabs? Ja, wenn die auf der richtigen Höhe sind, spawnen die da drauf, oder? Stell dir mal vor, kommst du gerade hierher. Pum. Creeper. So. Aua. Gibt dann schon ein großes Häuschen. Dann haben wir das Häuschen in dieser Aufnahme zumindest mal fertig gekriegt. Und in der nächsten Aufnahme, oder fast fertig gekriegt, da muss natürlich das Dach noch komplett rein. Und in der nächsten Aufnahme, jetzt überlege ich, was ich hier mache, so vielleicht. In der nächsten Aufnahme bauen wir dann das kleine Gimmick ein. Da muss ich mir dann auch erst nochmal ein paar Rezepte raussuchen. Da weiß ich nicht mehr genau, wie die waren. Ich mach mir mal... Wir haben doch da hinten eine Kiste. Können wir sowieso mal da reinstellen. Zack. Wo ist sie denn? Da ist sie ja, die Kiste. Können wir ja einfach mal hier in die Ecke ballern. Und jetzt wollte ich mir was machen. Und jetzt habe ich total vergessen, was das war. Ach, ich wollte mal hier, genau. So, ne? Ach ja, so, so. Machen wir mal zwei Bötchen. Kann man nicht stacken. Ach so, weil die bauen sich ja ab. Stimmt. Zack. Und, ach komm, da wird doch wohl ein Boot reinpassen. So, jetzt nehmen wir mal ein Boot und fahren in diese Richtung. So. Ja, nee, der Eingang muss noch ein bisschen irgendwie verschlossen werden, ne? Na, fährst du auch mal, wenn ich hier drauf drücke? Danke. Ja, da müsste irgendwie noch... Aber man kommt hier zumindest schön reingeschippert. Boing. So, und dann kann man hier ablegen. Aua, und dann geht man erstmal tauchen. Ja, jetzt, wieso geht das... Wieso schwimmst du wieder raus? Willst du mich verarschen? Nein, nein. Blödes Boot. Für was baue ich dir hier ein Bootshaus? Ach ja. Bleib zumindest vor der Hütte. Leck mich am Arsch. So. Wir verschließen das. Mit was verschließe ich dann das? Wahrscheinlich am besten. Vielleicht mache ich das hier nochmal weg. Und mach das. Ah, geh mir nicht auf die Eier. So. Und natürlich das falsche Holz nachgeladen. Es ist egal, was man drin hat. Es wird immer das falsche nachgeladen. Sorry, ich müsste nochmal husten. Dann müssen wir natürlich da unten das noch auch rausholen. So. Ja, sieht jetzt auch nicht so geil aus, muss ich sagen. Also wieder weg. Aber so ist Minecraft eben. So. Dann machen wir vielleicht so. Ach nee, wir könnten doch da. Das könnten wir doch so. Dann sieht es vielleicht so ein bisschen mehr aus wie so ein Holztor oder sowas. Da haben wir sogar noch die richtigen Treppen dabei. Pam. Dann gibt es ein Fest der Holzsorten hier. Ist das schön. So, alles eingesammelt und reingeballert. So. Pam. Hm. Geht die Sonne auf? Ja. Eben habe ich gedacht, die geht schon wieder unter. So, da oben müssten wir eigentlich auch noch was hinmachen. Vielleicht ja... geht nicht. Okay, das kann man wohl nicht im Schwimmen machen. Na, wirst du wohl... Na also, geht doch. So. Ja, und dann sage ich dann auch schon fast wieder Tschüss. Und wir sehen uns in einer neuen Aufnahme. Vielleicht hänge ich es jetzt sogar noch
eine hinten dran. Ich habe vorhin ein bisschen falsch gerechnet. Wie viel Uhr haben wir denn? Ich glaube, ich hänge sogar noch eine hinten dran. Und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüssi.